Unter dem Motto Unvergessen veranstaltete der Polizeisportverein Wien Umgebung in Purkersdorf ein Benefiz-Tennisturnier. Viele Sportler und Prominente machten engagiert mit. Der gesamte Erlös daraus kam den hinterbliebenen Familien, die im Vorjahr so tragisch ums Leben gekommenen Polizisten und Rettungssanitäter zugute. Amoe, sing ma uns wieder. Amoe, schau ja von oben zu. Tennis für einen guten Zweck, heute für einen ganz besonders guten Zweck. Genau, das ist ein ganz besonderer guter Zweck, und zwar am 17. September 2013 haben drei Polizisten und der Rettungssanitäter am Annaberg im Einsatz ihr Leben lassen müssen. Es war eine tragische Geschichte, es war wirklich eine Tragödie, und im Sinne dessen, also mit dem Motto Unvergessen, haben wir uns gedacht, dass wir eben irgendwas veranstalten und schauen, dass wir ein bisschen was zusammenbringen, damit wir einerseits die Familien unterstützen und andererseits den Leuten sagen, die Burschen sind einfach nicht vergessen. Aufgrund dieses tragischen Ereignisses sind vier Familien betroffen und die sind auch heute eingeladen, sind da. Und die bisherigen Einnahmen zeigen, dass in der Bevölkerung da ein hohes Verständnis da ist und dass die Bevölkerung weiß, unter welchen Gefahren Polizisten im Einsatz sind. Deswegen machen Sie auch sportlich heute mit? Ja, ich spiele gerne Tennis, ich spiele jede Woche einmal mindestens Tennis. Und das ist heute nicht eine Pflicht, sondern das mache ich sehr, sehr gerne. Da bin ich immer gern dabei, weil es ist etwas Trauriges und man sollte auch unterstützen. Es gibt viele Schlechtes auf der Welt, aber man kann es nicht ändern. Aber heute war wenigstens ein bisschen Spaß. Und schönes Wetter haben wir auch gehabt, und ich habe ein bisschen einen Beitrag beigetragen. Und im Team mit Karl Schlögl das Prominententurnier gewonnen? Ja, am Anfang waren beide so schlecht gespielt. Wir waren 8-0 hinten, 7-0 gegen Kaga. Ich habe gesagt, das kannst du nicht machen. Und dann haben wir es, Gott sei Dank war der Champions Tiebreaker, und dann haben wir es noch gerettet, 12-10. Und dann hat der Bürgermeister gespielt, gut, ich kenne ihn von früher. Und der ist natürlich dann besser reingekommen. Ich habe auch nicht so gut gespielt, aber es ist ja sekundär. Wir begrüßen jede Initiative, die den Hinterbliebenen, insbesondere den unversorgten Kindern, eine Unterstützung gewährt. Und es zeigt auch, bringt auch zum Ausdruck, dass viele sich mit den Blaulichtorganisationen und deren Einsatz identifizieren. Und das macht es sehr positiv, dass sich Prominente zur Verfügung gestellt haben, um da im Rahmen einer sportlichen Veranstaltung dann das auch mit einem geselligen Teil zu verbinden und da etwas für die Angehörigen zu lukrieren. Gerade wenn es wirklich um Familien geht, die hier von einem Schicksalsschlag betroffen sind, müssen wir alle zusammenhalten und hier spenden für die gute Sache. Und deshalb ist es klar, dass wir alle mitmachen. Da schaut man trotzdem auch vorbei, obwohl man nicht mitspielt. Ja, ich bin tennismäßiger Würstel, daher bin ich nur hergekommen und habe einfach nur ein Würstel gegessen. Ich glaube, dass es heute nicht wirklich ums Tennis geht oder um das Tennisturnier. Das ist einfach nur, der Anlass ist ein sehr trauriger. Und ich bin ein bisschen der Meinung, dass gerade die Polizei oder wie wir immer salopp sagen, die Kiwara, die haben es wirklich nicht leicht. Die haben einen Ruf, dem sie gar nicht gerecht werden. Das ist nicht fair, dass man von vornherein sagt, das sind alles nur Abzocker und keine Menschen. Das sind alles Menschen. Und wenn die Verluste erleiden, noch dazu auf so brutal gewalttätige Art und Weise, leiden die mindestens genauso wie wir alle. Und daher, ich bin dafür, die Polizisten gern unterstützt. Es sind sehr viele Spenden eingegangen. In erster Linie möchten wir uns recht herzlich bedanken bei allen Sponsoren und Unterstützern, die uns da wirklich tatkräftig unterstützt haben. Auch allen, die mitgeholfen haben, dass die Veranstaltung heute überhaupt stattfinden kann. Der Wettergott hat damit gespielt, die Burschen haben auf uns heruntergeschaut. Also eine klasse Geschichte, und dafür recht herzlichen Dank. In meine alten Tage leg ich mich dankend nieder. Und mach meine Augen für alle Zeiten zu.